Hallo und herzlich willkommen bei einem Let's Fail von War of the Roses. Ja, es tut mir leid, gestern habe ich eine Folge hochgeladen, die erste Folge, die war leider beschädigt. Man konnte sie nicht richtig angucken. Das lag anscheinend an einem Renderfehler. Ja, und deswegen, ich habe die Originaldatei nicht mehr. Das heißt, ich kann sie leider nicht mehr reuploaden oder halt neu herstellen. Deswegen wird die erste Folge ausfallen. Das waren, glaube ich, 12 Minuten. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich War of the Roses noch nie gespielt habe. Oder so gut wie noch nie. Tag davor habe ich es mal gespielt. Und dass ich demnächst erstmal auf Mr. Failcraft ein bisschen, ja, unorganisiert hochladen werde. Das heißt, immer das, was ich gerade mal Bock habe zu zocken, weil ich jetzt endlich mal wieder zum Zocken komme, das werde ich halt mal so aufnehmen. Und jetzt mit DayZ wird aller spätestens mal wieder was kommen, wenn die Standalone raus ist, weil da werde ich auf jeden Fall wieder suchten. Und jetzt spiele ich halt erstmal, was weiß ich, erstmal jetzt War of the Roses, macht mir sehr viel Spaß, deswegen werde ich das jetzt erstmal spielen. Und ja, 3 Folgen habe ich bereits hochgeladen, einmal auf Mr. Gamecraft und auf gamecraftacademy.de. Beide Links findet ihr in der Beschreibung. Und ja, daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem zweiten Teil von War of the Roses und ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal ist, dass ich gewinnen würde. Oh, der ist feindlich. Hahaha, töten. Komm, zusammen. Oh, was ist da denn los jetzt? Was? Ah, was macht der denn? Ah. Kommt der denn her, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe nur 6 Sekunden zu leben. Das bin. Kameraden, Schweine, oder? Kann man sich irgendwie bedanken? Irgendwie mit irgendeinem Tastenkürzel? Was ist das? Was ist das denn? Mit V? Stellt es ein, was macht das? Keine Ahnung. Nix. We are nearly in complete control. Ich kann irgendwie mit Schwert ein bisschen besser kämpfen, glaube ich. Mit Schwert und Schild. Aber da ich kein Schild habe, nehme ich dann trotzdem die Hellebarde oder was das ist. Ah, komm. Ja, also ist schon ein brutales Spiel, muss man sagen. Schon irgendwie. Aber ist geil. Geil, wir haben gewonnen. 100 zu 0. Ne? Knappe Sache. Aber wieso nicht, ne? So, Zusammenfassung. Okay, nächster Schritt. Jo, ich hoffe, ich kann jetzt mal meine Custom-Dings da machen. Ich glaube, wir haben noch 2000 Erfahrungspunkte gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele eine Runde bringt. Sehen wir dann? Nein, ich kann sie. Oder? Oder? Doch für 500 Gold. Hat man so am Anfang. Gold. Ich hab doch. Das ist doch Gold, ne? Ja, ich kann's. Okay. Geil. Okay, dann machen wir das mal. Okay, Offensivtalente. Nee. Okay, kann man nur. Ach doch, für 1000 Gold. Doch, ich will ein Waffenknecht sein. Aha. Zeug für einen passiven Wunder auf Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Machen wir das. Für 1000. Oh, wohl für 1000. Ah. Müssen wir welche. Ich kann das ja erstmal sparen. Die Talente hier und mir erstmal Ausrüstung kaufen. Hauptwaffe: Lanze. Aha. Ah, für Reiter. Kann man dann irgendwie auch Pferd. Geht. Ich finde Talent. Ah, so. Also ich finde das mit dem Pferd nicht geil. Also können wir danach mal machen. Talente, wahrscheinlich bei Bewegung. Reiterei. Fehlt mir nur XP für. Okay, machen wir das später. Wir verdienen ja nach und nach. Okay, Hauptwaffe, dann gucken wir jetzt erstmal. Ich finde Einhandwaffen geil. Mit gibt's nicht, oder was? Nein, komm, wir machen jetzt mal Schlacht verlassen. Ich will jetzt meinen Charakter machen. Ich kann mir vorstellen, das wollt ihr vielleicht auch sehen. Hoffe ich. Ansonsten vorspulen oder nächsten Part gucken. Ich weiß nicht, wie lange die Parts jetzt hier werden. Profileditor, Custom 1. So, jetzt erstmal. Ah, okay, also. Okay, man kann also. Aha. Gut, dann finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Dabei aber auch eine XP für Stangenwaffen. Boah, ist das teuer. 2000. Okay. Lanzen kostet XP. Kann ich aber nicht freischalten. Ja, Stufe 10, okay. Gut, dann machen wir als Hauptwaffe mal nichts. Finde ich also schlecht, weil ich stehe eher auf. Schwerter, Ritterschwert, habe ich schon. Was gibt's hier noch? Schaden, was hat das so?
Ist das wirklich? Das macht ein bisschen mehr Schaden. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Ist gar nicht so richtig, oder? Ist das ein Unterschied hier? Belastung, oder? Nö, nee, ist eigentlich gar kein Unterschied, oder? Gut, das hier, 1980. Jo, komm, machen wir. Sehr schön. Standardkasten, ja. Standardstahl. Boah, was hier alles gibt. Ja, hier alles normal, hier Standard halt, ne? So, Helm. Mhm. Boah, was es hier gibt, finde ich richtig geil. Kettenrüstung. Mhm, haben wir schon. Okay. Leichte Helme, was gibt's da so? Aha. Ich will so ein mittelschwerer Soldat werden. Der nicht zu lahm, nicht zu. Oder will ich ein schwerer Soldat werden? Hm. Oh, ist in dem Haus so teuer alles. Na gut, Kopf. Was ist das denn, ey? Da kommen sogar die. Ah, wie geil. Die Knappe. Der Ritter, machen wir mal. Skin der Ritter. Gibt's da nur. Stimme. Gemeiner. The Lady. Schildknappe. Und da gibt's nochmal verschiedene. Aha. Hm. Da gibt's aber auch nur den. Und zwei. Bauer. Boah, schlimm. Gut. Ritter und. Nö. Machen wir das. Und. So, hier, komm, machen wir das so. Stimme gemeiner, erledigt. Rüstung. Boah, es ist so viel viel Auswahl hier. Ne, kann man es eh nicht leisten. Leichte Rüstung kann man es auch nicht leisten. Ja, nehmen wir halt das. Das kann man wahrscheinlich noch. Oh Gott, ist das hier anpassbar. Das ist ja unglaublich. Königkriege von Lancaster. Ich will aber nicht Lancaster. Von York. Mhm. Kann man das so selber anpassen, irgendwie so die Farben wahrscheinlich, ja? 9000, oh. Komm, machen wir mal von York hier. So. Okay, gut. Haben wir jetzt eine Hauptwaffe? Komm, bevor wir uns den richtig zurecht machen, werden wir trotzdem erstmal mit einem Custom, nicht mit einem Custom, mit einem normalen fortfahren. Einfach, ich will noch Geld sparen und dann mir einen richtig erstellen, sonst lohnt sich das, finde ich, nicht. So, wir nehmen hier einfach FR, ist egal. Ja, genau, so machen wir das. Sonst gebe ich jetzt irgendwas aus, kenne mich noch nicht richtig aus, kaufe dann irgendwas, was ich am Ende bereue und das kennt man ja. Das, da habe ich dann keine Lust drauf. Machen wir das da einfach so, dass ich mir das halt, ne, also, wenn ich mich auskenne, dann kaufe ich das auch, da habe ich auch ein bisschen mehr Geld gespart. So, gehen wir da hin, nehmen den Fortnight und. Was für ein Scheißwetter, ey, wer hat denn das bestellt? Wo sind wir eigentlich? Okay. So, erstmal aufs Maul legen. So, wir sind am Verlieren. Okay, das mit der Eroberung. Alles klar. Aha, da sind sie. Gleich mal ein paar aufs Maul geben hier. So, oh, der hat geblockt, der Wichser. Tut man ja nicht. Ne? Der war schön. Ich meine. Tja, erstmal einen Boden nageln, ne? Nicht falsch verstehen. Boah, wieso fängt der auf einmal Feuer? Einen Pfeil abbekommen oder so. Ah, ich blute scheiße. Komm, stirb noch, stirb noch. Nein! Nein! Ich bin tot. Na, schafft er es? Kann mich einer aufhelfen? Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde mich ja gerne bedanken. Ich weiß noch nicht wie. Aber gut. Dann halt nicht. Jo, der hat keinen Bogen. Der schießt mit Pfeilen an sich. Ist auch ein geiles Talent. Einmal gehört, das soll gut gehen. Komm, bleib stehen. Ich will dich töten. Komm, du bist ein Bogenschütze, was willst du mir anhaben? Wahrscheinlich, naja, gut. Ich reiß mal mein Maul nicht zu weit auf. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Boah. Hahaha, sei doch. Und ins. Nee, in die Brust. Okay.
Jutsch. Boah, ist das... Boah, muss echt an die richtige Seite blocken. Eh gleich tot, also was soll's. Ich habe nach hinten geblockt, das war natürlich super. Aber, vielleicht kann mich einer wiederbeleben. Das ist super. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Ich dachte zuerst bei dem Spiel, das ist so... Ja, ne? Vielleicht macht's Bock. Irgendwie, weil es hat sich nicht viel angehört. Einfach nur PvP im Ritte, mittelalterlichen Zeitalter. Aber es macht doch viel, viel mehr Bock, als ich mir das vorgestellt hätte. Also, richtig cool. Ja. Kann mich einer wiederbeleben, so. Das wäre super nice. Bitte. Sunny! Ja, ich warte schon seit 5 Minuten und der kommt zuerst dran. Ja, ist klar hier. Gleich. Ja, hallo, jetzt rennt auch noch weg, ne? Boah, das sind die Ärzte, ey. Die können's. Ja, kann mich jetzt einer, guck mal, ich wollte gerade aufstehen und bin umgefallen, das ist voll erbärmlich jetzt. Guck mal, da sind 5 Leute hier in der Nähe, kann ich mich, nein, ah, komm, bitte, was, oh Gott, kann mich jetzt mal einer, boah, ich komm, dann respawn ich lieber, echt. Mein Gott, das sind so schwer, anscheinend. Jo, hallo, da, ihr habt einen hinter euch. Na, fall runter. Bah. Ah. Wir können es beide nicht, glaube ich. Oh, ich bin tot. Ja, so schnell geht das. Oh. Da ist einer mit einer Armbrust unterwegs. Wir spawnen gleich neu. Jo. Lancaster führt immer noch. Das ist, sieht schlecht aus. So, wo sind sie? Mhm. Ja, ist das ein Feind, der da? Ja. Okay. Da kommt aber auch einer. Komm. Oder, na, wo gehe ich? Aha, den hier. Ne? Fuck. In die Fresse. So, hallo, hinter dir. Hallo, dreh dich um. Hallo. Ah. Ja, guten Tag. Ich möchte sie gern töten. Hätten sie was dagegen? Ach, fuck. Na gut. Und dann wieder in die Richtung. Schön. Jo, ja, wo ist denn... Ah, okay, Lancaster führt jetzt nicht mehr, also schon führen, aber haben keinen Kontrollpunkt mehr als wir. Boah, Entschuldigung, das war kein Versehen. Ja, Double. So, ah, wie fies. Da will man einen helfen und dann wird man selber das Opfer. Gleichzeitig. Hört sich auch noch. Ja, ne? Respawn. Ich finde ihn eigentlich ganz cool hier, diese vorgefertigte Klasse. So ein schwerer Soldat wahrscheinlich. Lalalala. Jo, da geht's ab. Da oben, ne? Sind das alles Feinde? Sieht so aus, ne? Nein, du hast hier getötet. Das gibt Rache. Habe ich gehört. Uah, nein! Hör doch mal auf, mich zu schlagen, Mensch. Das tut doch weh. Fuck! Oh, und schon das. Boah. Dreiste Kinder, ey. Ah, kennt ihr das von Family Guy, diese Szene? Oh, da hilft mir einer. Kennt ihr diese Szene von dieser Star Wars Special Episode, wo dieser AT-AT-Kampfläufer da aufs umgelegt wird und dann so auf die Knie fällt und so. Ich liebe diese Szene. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das erste Mal das gesehen habe. Ha, in die Fresse! In die Rücken! In die Rücken! Ah. Killstreak! Monster Kill! Komm, Monster Kill! Ich brenne zwar, aber das macht nichts. Ich habe eine Anti-Feuer-Kill.
Rüstung an. Ich schwöre. Boah, Mann, ey. Scheiß Ausweicher, ey. Nein, ich blute. Nein.